Deutschrap ist ganz schlimm. Dreckschweine! Hier kommt die Hip-Hop-Polizei. Das beste Deutschrap-Jahr ist womöglich 2023. Denn da haut der Jay Jiggy ordentliche Punchline-Tracks raus mit ultra krassen Features. Und das kommt bald. So. La beste deutsche Rappe, ja. Boss Explosive, Shoutout geht raus, Digga. Deutscher Hip-Hop ist im Laufe der Zeit immer wieder durch verschiedene Höhen und Tiefen gegangen. Es wird Zeit, auf die Entwicklung seit 2002 zurückzublicken und zu beurteilen, welches Jahr das beste für Deutschrap-Fans gewesen ist. Mashallah, kann man da mitmampfen. Lasst uns die Zeitreise starten. Ja, das Leben meint es gut, häng mit Brüdern jeden Tag, eine Molle in mein Mark und hab Schotti in mein Arm. Stopp, bevor es losgeht, nehmen wir nochmal einen Schluck von meinem wundervollen Partner Holy. Ihr seht die Eiskristalle, wie sie hier im wundervollen Becher schlummern und jetzt von mir genüsslich meine Kehle hinuntergeführt werden. Alter, das ist so kalt, Digga, ich krieg direkt Gehirnfrost. Ah, hier. Der Sommer ist da. Wirklich wahr. Check das gerne mal aus, Digga. Der oberste Link in der Beschreibung. Nein, stopp, Mieze, du musst mich nicht anschreien. Das ist der zweite Link in der Beschreibung. Ja? Energy Drinks, Eistees, Flaschen, exotische Geschmäcker, Probierpackage für Neukunden, ein Rabattcode. Rein da, aber schnell. Als Deutschrap-Fan bekommt man 2022 leider nur wenig geboten. Ehemals respektierte Künstler enttäuschen. Er wird aus der Mülltonne. Und die einzigen guten Alben sind gar keine Alben, sondern EPs. Songs über 3 Minuten sind seltener geworden als ein Abend, an dem Tilo keine Drogen nimmt. Mhm, Vergleich ist eigentlich relativ vertretbar, nicht? Vertretbar wie ein Wadenkrampf. Nicht nur die Hörerschaft hat kaum noch Bock auf Deutschrap. Auch Deutschrapper haben bereits jeden erdenklichen Song aus den 2000ern gesampelt und machen jetzt lieber Techno. Traurig, aber wahr. Die Zukunft von Deutschrap dürfte also wild sein, wenn es sich nochmal neu erfinden möchte. Warum rapp ich nur von... Ich mach Rinn und Schlampen wie ich Bumswein. Alle meine Fans sind maskuline Jungs. Ja, ja, das ist Bonn, nicht Paris, der Ottika schießt auf. Kopfnicker Beats, ich fatti bicke. An Gras und Peace kunden Mengen und verseit dem rum mit satellitgroßen Felgen. Der schlimme Zustand der Deutschrap-Szene ruft in diesem Jahr einen Superhelden wach. Es ist wirklich, ich sag dir, es ist Real Rap. Deutschrap ist ganz schlimm. Es ist eigentlich ganz schlimm, aber es gibt natürlich Lichtblicke. Natürlich gibt es auch noch immer die geilen Dinge. Aber alles in allem ist es einfach, keine Love mehr so richtig zu spüren. Es ist wirklich ganz schlimm, Digga. Der die Szene zwar nicht rettet, gerade halt im Vergleich zu früher. Aber immerhin, Trap-Szene ruft in diesem Jahr einen Superhelden wach, der die Szene zwar nicht rettet, aber immerhin unterhält. Deutschrap ist mittlerweile komplett in der Popmusik angekommen und die härtesten Beefs des Jahres sind Manuelsen gegen Willi will's wissen, Munichris Busters gegen die Hälfte der... Ja, Manuelsen gegen Willi will's wissen, das war auch krass. Das war auch krass, aber er hat sich ja dafür entschuldigt so. Aber diese aus dem Kontext gerissenen Videos von Willi will's wissen, wo er irgendwelchen behinderten Kindern, die im Rollstuhl sitzen, sagt, haha, ich steh auf und so, das war schon krass. Also war halt mega aus dem Kontext gerissen so. Jeder, der die Folge, die ganzen Folgen kennt, ne, weiß, dass er den Kindern einfach halt erklären wollte, dass es halt Menschen gibt mit Behinderung so. Aber so aus dem Kontext gerissen ist... schon krass. Aber man könnte da natürlich auch ein bisschen recherchieren, anstatt in Manuelsen-Manier direkt irgendwie die Huso-Bombe im Internet platzen zu lassen, Digga. Szene, so wie Mois gegen den guten Geschmack. Munich Wristbusters. Guck mal, guck doch mal bitte, ob das eine echte Casio ist. Könnt ihr mal gucken? Ist es eine echte Casio für 35 Euro? Oder habe ich mir eine erstohlen? Ergaunert für 1 Euro. Wristbusters gegen die Hälfte der Szene, so wie Mois gegen den guten Geschmack. Einstecken muss auch Enno, der von nun an sinnbildlich für die Kleptomanie von Deutschrappern steht. Die etablierten Rapper... Aber nicht nur Enno. Obwohl, es geht um das Jahr 2020, okay, ja. Aber bestimmt nicht. Rapper veröffentlichen dieses Jahr nur Singles statt eines neuen Albums und überlassen anderen die Bühne. Immerhin kommt Hafti Abi wieder. Stimme drücken an der Wand, Hand am Schatz. Alles tot im Red Light, shit,
Ey, das ist Rotlichtmassaker, wir schießen Motten weg vom Straßenrand. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, es würde mich nicht mal wundern, wenn Santiago so einen Song kickt. Also den Song hat er ja schon gekickt, aber auf so einen Beat, das ist ja, also weit entfernt ist er nicht mehr. Und ganz Deutschrap ist nicht mehr weit entfernt und so. Ich meine, das ist ja, das wäre kein Problem. Ist der Teppich angekommen, hat der geile Sau. Steven Oldenburg, du hast eine gute Erinnerung. Bei dem Song, bei Rücken an der Wand, habe ich doch mal so mitgeschrien, dass meine Freundin hier in die Tür reinkam und gesagt hat, sag mal, spinnst du, du kannst doch hier nicht so rumschreien. Und ich sie einfach nur gefragt habe, ist der Teppich angekommen? Weil wir zu dem Zeitpunkt auf einen neuen Wohnungsteppich gewartet haben. Rücken an der Wand! Das ist aber Schwanz! Fast. Rücken an der Wand! Alter, Digga, was ist denn hier los? Jetzt fliegt so rein, Digga. Hast du, ist der Teppich da? Nein, aber schrei nicht so. Sag mal, bist du verrückt? Ich habe hier über 600 Zuschauer. Ist mir egal, du schreist. Ich höre Baba Haft. Das war lustig. Alles tot im Wet Night. Ey, das ist Rotlichtmassaker, wir schießen Motten weg vom Straßenrand. Deutschrap ist in diesem Jahr wie Sodom und Gomorra, in dem so einiges untergeht. Agro Berlin schließt etwa überraschend sein. Ich muss immer, ich muss hängen. Ich hänge, warte mal. Ich denke auf einmal, kommt er mit Agro Berlin, Digga. Pforten, nachdem man nicht mehr Flairs Diss-Tracks gegen Selfmade verantworten möchte. Dass du mich distest, nur ein stummer Schrei nach Lieb. Du bist kein Zuhälter, Kolle. Was du zuhältst, ist höchstens deine Tür, wenn ich komme. Die Deutschrap-Szene leidet unter der Download-Krise, die derart schlimm ist, dass Xatar einen Geldtransporter ausraubt und in den Irak flieht, wo er gefoltert wird. Xatar versteckt Gold, Sinan versteckt Silber. Klingt schlimm, allerdings nicht ganz so schlimm wie CCN2. Rückblickend betrachtet ein madiges Jahr. Da JBG1 und ZHT3 in dieser Zeit entstanden sind, ist es aber nicht das schlechteste Jahr für Deutschrap. Sie machen Fototaschen, platzen, aber Diese Remixe hier, ne? Diese, wir machen Fotos, tappa, Apache bleibt gleich. Oder dieses Santiago-Ding, was er auf das Black Eyed Peas-Ding gelegt hat. Diese Remixe, auch wenn die so nur kurze Zwischeneinspieler sind, das ist schon echt gut so gemacht, so von Boss Explosive. In diesem Jahr ist deutscher Rap am Peak seiner Popularität. Das, da. Aber Apache bleibt gleich. In diesem. Platz 18 ist 2019, okay. Ich habe jetzt erst das Format gecheckt, dass es quasi eine Liste ist, welches ist das deutsche, beste Deutschrap-Jahr. Ich hab's jetzt erst gecheckt. Und Platz 8, also auf Platz 18 ist jetzt hier 2019. Und das, als das anfangen, ich will überhaupt gar nicht gegen ihre künstlerische Kredibilität oder gegen ihren künstlerischen Skill oder gegen ihr Talent oder gegen ihr Potenzial oder gegen ihren Rücken oder gegen ihre Familie oder wen auch immer schießen. Aber diese ganzen Meros, Eros, Seros, irgendein, ich weiß gar nicht mehr wer, sorry Bro, ich weiß, wir waren eigentlich voll korrekt zusammen. Wir haben uns bei Mois damals gesehen, ich glaube es war Zero. Oder Ferro warst du's? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mich mit einem, es war nur so ein kurzer Handshake, aber es war so dieses, man hat sich schon die Hand gegeben, man wusste direkt so, ey, man ist irgendwie cool miteinander. So, es war irgendwie so, was geht denn alle? So. Und ich will da wirklich überhaupt, selbst hießen die alle nicht Ero, Mero, Zero, sondern Fano, Kano und Nano. Die Musik, die dadurch entstanden ist, wahrscheinlich hier 2019, da war für mich auch wieder so ein Bruch, dass ich gedacht habe, was passiert hier gerade mit Deutschrap so? Dieses Wolke 10 oder wie das heißt, was ja der übelste Hit ist, Digga, das hat für mich, das ist für mich, also das, ich kann in keiner Welt, das ist ja, vielleicht ist es ein guter Song, ja, aber geh nicht auf die Rap-Bühne. Es ist kein Rap. Es ist nicht im entferntesten Rap, Digga, es ist eher Country, Schlager, sonst irgendwas. Aber niemals im Leben ist das irgendwie Rap, Digga. Und mittlerweile reden wir da gar nicht drüber, weil es ist so weit gekommen jetzt mittlerweile. Es ist ja alles Rap, Digga. Wisst ihr, was Rap ist? Der neue Song von DJ Desi und Sammy Deluxe, Digga. Das ist Rap. Oder noch ein paar andere Dinge. Auch das, natürlich das Koller-Album und so. Das ist Rap. Aber alles andere, was irgendwie alles nur auf Dancebarkeit und irgendwie melodische Schema F Dinge ausgelegt ist, das ist kein Rap, Digga. Ja, wir müssen jetzt nicht Savage, ja, wir müssen jetzt nicht alles hier aufzählen, was Rap ist. Es gibt schon noch genügend. Aber die erfolgreicheren sind die, die es Rap nennen, aber kein Rap machen. Es ist kein Rap. Klar, es hat sich alles irgendwie revolutioniert, es hat sich weiterentwickelt und vor 40 Jahren, der Rap hat auch anders geklungen als vor 20 Jahren, den Rap, den ich heute noch liebe. Ich verstehe das schon. Ja. Ja, ist deutscher Rap am Peak seiner Popularität angelangt. Was natürlich komplett ohne fremde Hilfe. Wer entscheidet sowas? Ja, das ist eine gute Frage, aber wahrscheinlich die Rapper entscheiden das. Die Rap-Hörer und so. Und wahrscheinlich gibt es ja auch in jeder Genre gibt es ja bestimmte Merkmale. Zum Beispiel, keine Ahnung, House ist 120 BPM, gib ihm Dance.
Das ist Haus. Das ist wie wenn, keine Ahnung, das ist... Hardrock ist, Digga, keine Ahnung, nix mit MPC, da ist alles echte Percussion, echte Drums, laute E-Gitarren, das ist Hardrock. Da kommt ja auch keiner jetzt hin, Digga, und Mero kommt mit dem Song in die Hardrock-Genre, wenn die so erfolgreich wäre wie die Rap-Genre und würde sagen, Digga, das ist Hardrock, was ich gerade mache. Da würden ja auch alle Hardrock-Fans für sich entscheiden, auch wenn es nirgendwo auf dem Gesetz steht, Digga, das ist kein Hardrock. Das ist kein Hardrock. Es hat keine Elemente von Hardrock, Digga, es ist kein Hardrock. In diesem Jahr ist deutscher Rap am Peak seiner Popularität angelangt, was natürlich komplett ohne fremde Hilfe gelungen ist. Shindy feiert nach seiner Flucht vor Arafat ein gelungenes Comeback, was Shindy ist Rap. Bushido eher mittelmäßig gelingt. Zwar wird Ronin auch so Songs wie Santani, das ist zwar Cringe und Fremdscham und sonst was, aber es ist Rap. Moment zu einem festen Begriff im Duden. Bushido ist Rap. Ist Rap. Das Album enttäuscht aber alle Erwartungen, nachdem da es gibt keine Folge ohne ihn. Vor massenweise Sarg-Emojis verbreitet wurden. Kollabo-Partner Animus sieht sich zuvor in einem Konflikt mit Ex-Kumpel Manuelsen, welcher ihn ins Land der Träume schickt. Aber er ist komplett eingenickt. Oh, schlaf noch rund, gell? Ani will... Ani, du sollst schlafen. Aber ich will nicht. Ani will nicht. Ani muss. Auch Bushido wird attackiert, wenn auch nur mit Worten, und von nun an aus unerklärlichen Gründen mit einem Fußballverein assoziiert. Keine Ahnung, wer der Vater ist. Alter, diese, das hatte einer, dieses T-Shirt habe ich gesehen, Digga, das war sau asozial, das war auch eigentlich fast zu viel. Das ist fast zu viel. Aber ich fand das Wortspiel eigentlich gut. Keine Ahnung, wer der Vater ist. Ja, boah, der war übel. Kollege erlebt nach einem Kokainrückfall eine schlimme Psychose. Das war auch auf jeden Fall, muss man auch mal sagen, so. Kollege hat auf jeden Fall auch schon, ich will nicht, Psychose, ich habe letztens mit der Miete drüber geredet, weil Psychose ist eigentlich auch so ein Wort, was ich nicht gerne benutze. Was ich benutze es manchmal selber aus Versehen, genauso wie das Wort behindert oder Spasti oder sonst irgendwas. Aber das sind eigentlich Worte, die ich nicht gerne benutze, weil eine Psychose ist alles andere als spaßig. Und Kollege hatte keine Psychose. Kollege war einfach, Digga, auf dem Höhenflug und hat halt gedacht, er ist der, weiß ich nicht wer. Aber Psychose, Digga. Was ihm ein denkwürdiges Jahr verpasst. Kapital bricht seit seinem Bushido-Weggang gleich mehrere Rekorde, nachdem er seine Songs von nun an von seinem dreijährigen Sohn schreiben und produzieren lässt. Sein Erfolg währt allerdings nur so lange, bis ein Typ erscheint, der wie eine Mischung aus Nusret und Bülent Ceylan. Apache ist kein Rap. Hat Rap-Elemente drin, hat Urban Sounds, alles klar. Hat bestimmte, das ein oder andere, was man als Hip-Hop definieren könnte, drin. 100%. Apache ist unfassbar krass. Apache, das ist überhaupt nicht, dass ich ihn bemängle oder so. Aber Apache ist kein Rap. Auch wenn er mal rappt. So Songs wie, siehst du meine blauen Augen im Rückspiegel, da fährst du zu dicht auf. Das sind auch so, das ist schon so ein bisschen so Sing-Sang-Song-Rap. Aber es ist nicht, ja. Wenn so ein Song morgen rauskommen wird oder am Freitag, es wird mich nicht schocken. 2010 ist das Jahr, in dem der durchschnittliche heutige Deutschrap-Fan geboren wurde. Vermutlich gezeugt im Kino zu Zeiten ändern dich. 2010. Abdi. Aus der Asche, die im... Abdi? Da gab es noch dieses eine Video, wo der Abdi so eine Olle wegflankt, oder? Und danach noch mit ihr so nackt mit der Halblatte im Bad steht, Digga. Im letzten Jahr gesät wurde... Abdi! Gedeiht langsam wieder etwas Neues und einige Debütalben von heute erfolgreichen Künstlern erscheinen. Auch wenn manche für ihr Album etwas länger... Summer Jam. Summer Jam ist schwer. Auch wenn ich so K1 oder K1, Summer Jam und Haftbefehl genickt, die sind ja nur krasse Rapper. So, ne? Nur krass. Aber K1 hat sich irgendwann... Ja, K1... Ja doch, K1 ist halt schon irgendwie Rap, weil K1 rappt ja. Er macht es halt auf so... Ja, das ist, bei K1 ist es schwer. Bei K1 auch sehr krass. Der kratzt, da würde ich echt sagen, der tanzt fast mehr auf dem Eis der Popkultur, anstatt auf dem Eis der Rapkultur. Auch wenn er rappt, obwohl er rappt, aber da ist sehr viel krass auf Pop ausgelegt. Summer Jam ist auch manchmal, dass der Rap to the fullest ist, von der Attitude her keine Frage. Aber die Musik, die er macht, sowas wie Flex in der Louis, Cash in der Louis, Flex so hard. Was übrigens ein mega geiler Song ist, den ich mega krass feiere und den ich auch oft pumpe. Mega krasser Song. Aber ist das Rap, Digga? Die Debütalben von heute erfolgreichen Künstlern erscheinen. Ja, es gibt natürlich auch Subgenre und es gibt auch Pop-Rap-Genre. Ja, das ist richtig. Aber für mich geht's, es geht um Rap. Es gibt auch Crossover. Natürlich, es gibt auch keine Ahnung. Savage hat auch früher auf dem Löwenzahn-Beat gerappt.
Das ist einfach, wie nennst du das? Ist Kinder-Löwenzahn, Subgenre-Rap oder wie nennst du? Na klar, aber das Rap ist das, was Samy Deluxe mit DJ Desu macht, Digga. Crow ist auch kein Rap, Digga. Das ist Pop-Rap. Das ist aber nicht Rap. Auch wenn manche für ihr Album etwas länger hier kommt die Hip-Hop-Polizei gebraucht haben. Von den Newcomern kann aber lediglich einer für einen Hype in diesem Jahr sorgen. Steige aus dem Bett. Deutsche Rapper versuchen sich vermehrt an Hits. Manche gehen eher in die Hose, andere avancieren aber später zu wahren Klassikern. Deutschrap auf Elektrobeat, ich rauch auch auf Techno. Es wird Zeit für die Haier. Von höchst in die Echo-Lied, Crack und Speed, Netzwerk, check jetzt Pisa. Du hast das falsch verstanden, Kleiner. Moneyboy ist Rap, auf jeden Fall ist Moneyboy Rap, ja. An VIP kein Visa. Haier, sprich mir nach, Haier. Ich baller mit der Favorite. In diesem Jahr Favorite Prime, ich muss es immer wieder sagen, sobald er irgendwie auf die Bildfläche tritt. Favorite Prime, Real Talk. Und das sagt man ja oft so bei Leuten, jetzt auch so gerade bei Rappern in Amerika, die so gestorben sind oder so, sagt man, ja, der war so krass, ja. Natürlich war Tupac krass, natürlich war Biggie krass, natürlich war Big L krass, natürlich war Nipsey Hussle krass, aber dadurch, dass sie gestorben sind, kriegen sie so dieses extra krass, die waren so krass. So, ne, ja, also kein Disrespect gegen, die waren alle krass. Bei Favorite ist er ja Gott sei Dank nicht tot. Oder bei Favorite mag man vielleicht auch so denken, dass man, dass er aufgrund seiner psychischen Einschränkung oder wie man es auch immer nennen mag, dass er so auch diesen Ruf hat, dass man so sagt, ey, der war doppelt und dreifach krass in seiner Prime, weil er eben halt heute total auf Abwägen ist. Aber Real Rap, Favorite Prime, Real Talk, locker Top 5 in Deutschland, wenn nicht sogar Top 3. Sag ich dir ehrlich, Dicker. Favorite Prime, unfassbar krass. Wird eines der legendärsten Deutschrap-Labels aller Zeiten gegründet. Der damals noch Skater-Frisur tragende Casper bringt mit XOXO den Sound für pubertierende Tumblr-Nutzerinnen und holt Deutschrap langsam wieder aus dem Verkaufsloch. Währenddessen schließen Bushido und Sido wieder Frieden, woraus ein absolut mittelmäßiges Album entsteht. Sido wurde zuvor von einem gewissen Farid Bang in einem Diss angegriffen, wobei Farid viel mehr Aufmerksamkeit durch seine Wortspiele erlangen kann. Kollega bekommt für den Titel seines eher weniger bosshaften Albums Gegenwind von Savage-Fans, die darin ein Plagiat sehen. Ich weiß, dass es diese Zeit gab, da habe ich ja lustigerweise auch sogar, als ich mich mit Savage getroffen habe in dem Interview, Jiggy will's wissen, habe ich ihn ja auch sogar gefragt, ob er sich manchmal von Kolle so ein bisschen herausgefordert hat und auch, also ob er bei dem Song Matrix, was by the way ein unfassbar krasser Song von Savage ist, ob er da beim Schreiben ein bisschen an Kollege gedacht hat und er hat es bejaht. Ein gewisser Julians Block erhält für seine Rap-Analysen erstmals. Wegen Aura waren Savage-Fans, okay. Die darin ein Plagiat sehen. Ein gewisser Julians Block erhält für seine Rap-Analysen erstmals Aufmerksamkeit, verwehrt Haftbefehl eine erfolgreiche Karriere und erleuchtet deutsche Rap-Hörer, sodass Double Time zu den neuen 4 Rap-Elementen gehört. Kam das so 2011, war so richtig krass. Also Double Time war das natürlich davor schon viel krasser, so. Natürlich auch in den Staaten mit Twister und so. War das schon viel, viel früher. Und Kollega war natürlich auch auf 2 Elder Tape 1. Wann kam 2 Elder Tape 1 raus? Da war natürlich auch mit der Love Song von meiner Mutter. F*** deine Mutter, gern gebe keine deine Mutter, denn ich bin der Mutter, keine Mutter, was ich will und was mir passt. Viel Spaß beim Cutten, Mieze. Da gab es natürlich sehr viel krasse Double-Time-Passagen. Julians Block hat Einfluss gehabt, ja, auf jeden. Julians Block, also kann man auch nichts sagen, so. Mutter, Ficker, das ist Coca-Musik. Ich komme mit Ziggy gerne und sollte den Todal so wie immer Beach. Der Bill Club, aber Nase in der Bett und deine Monatsverdienst. Komm und hole dich bei Nacht aus deiner spießigen Doppelhaushälfte. Du siehst nur noch, wie sie schließen und Koffer auf der Gang. Mehr Tagestiefen wieder, sondern auf Gängen nur noch kurz, dann auf die Zähne Shotgun auf. Kofferraumdeckel auf Doppelhaushälfte, dope. Bände. Vor 2003 Jahren befindet sich deutschsprachiger Gangster-Rap erst im Aufbau. Die meisten Menschen zu der Zeit verbinden 2003 war eigentlich krass, Alter. Da müsste jetzt, war da nicht sowas wie Afrop Made in Germany? Ich weiß nicht, ob das sowas kommt, aber so Afrop Made in Germany, Digga, war auf jeden Fall 2003, glaube ich. Von Fanta 4, oder? Und Bushido klingt für sie wie eine japanische Automarke. Dieser gebärt mit seinem Debütalbum 80% der darauffolgenden Straßenrapper und Agro Berlin kann erste Erfolge verbuchen. Der erfolgreichste Deutschrapper des Jahres ist allerdings Newcomer und Savage-Schützling Echo Fresh.
während andere geil, Echo Fresh war auch krass. Die ersten Interviews auf Viva bekommen, peilen Echo und Savage das nächste Level an. Einen großen Applaus für Echo Fresh featuring Kool Savage. Wir haben einen Superstar, ich bin's. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Krass, den Remix kannte ich aber tatsächlich auf den Yeah Beat. In diesem Jahr muss sich Agro Berlin bereits von Bushido trennen. Made in Germany kam 2001 raus, okay, sorry, ja. Auf, muss. Der richtige Hype für das Label soll aber erst noch kommen. Und zwar durch denjenigen, der 80% der darauffolgenden Massenrapper gebärt. Und eine gehörige Abreibung von Azad bekommt. Azad ist ein Hund, Hunde. Komm, die Ansage von Alpagan. Azad, wenn du ein Mann bist, komm her, wir kämpfen 1 gegen 1. Der Hund, Azad ist ein Hund, Hund, du Hund, du Hund. Azad ist ein Hund, du Hund, du Hund, die Hunde. Bushido gründet währenddessen sein eigenes Label, setzt mit Elektro-Ghetto zum Gegenschlag an und beginnt seine Tradition, nicht mehr die Texte zu schreiben. Inmitten dieses aufkommenden Beefs befindet sich Echo, der schlichtweg alle disst, sogar deine Oma, und damit nach seinem Verbrechen an der Menschheit wieder zur Besinnung kommt. Leider führt das auch zur Trennung des Traumpaares des Jahres. Beyoncé und Jay-Z. Baby, wenn wir uns sehen, ist es so wie Nelly und Kelly, Jay-Z und Beyoncé. Sommergewitter am Main Block, hör den Regen ganze Nacht, ich will Butterfly, Dolls und den Pano. Das ist wieder sowas, das ist schwer, Paschanim ist schwer, Digga, weil Paschanim ist auch... Paschanim ist auch nicht dieses Rap-Rap, aber Paschanim ist halt irgendwie geil. Deutschrap ist 2021 weiterhin in einem schwierigen Zustand. Allerdings danken unsere Ohren dafür, dass so manche Rapper mit ihrem nächsten Album warten. Im Vergleich zum Vorjahr und Folgejahr bekommt man so einige Alben von nennenswerten Größen geboten. Ich sag mal, ich mach mal kurz eine Prediction. Ich sag, so 2001 ist das beste Jahr. Ich weiß gar nicht warum, aber das war so Savage, der beste Tag meines Lebens. Das Farid Bang entschuldigt sich für sein Missgeschick und veröffentlicht als Wiedergutmachung ein weiteres Album, das überraschend gut ist. Leider bekommen wir keine Wiedergutmachung für Shirin David. Zwar kommen ähnlich viele Belästigungen 2002 bis 2022, na 2001 ist nicht drin, okay, schade. Vorwürfe wie gute Alben heraus, aber ein derart solides Deutschrap-Jahr werden wir wohl kaum noch erleben. Ja, Sonne beim Flavor, Solarium Flow. Zur Hilfe hast du deine Kameraden geholt. Jungs, schaut mir in die Kerbe, sag mir jetzt, wer's gut. Schaut mir in die Kerbe, das hör ich ja jetzt erst. In diesem Jahr kommt ein wahrer Klassiker heraus, der uns einige Pulitzer-preiswürdige Zeilen beschert. Erst, guter Junge, wir sind wie der Ku Klux Klan. Sonny Po, ich steig in das Ghost Ship. Alles hat ein Ende, doch die Wurst hat zwei. Dieser Junge dich in den Arsch wie ein Hirsch. Und jetzt trink erstmal den Pflaumenschnaps. Du bist nicht eklig, nein, ich nenne dich gäkelig. Du bist nicht eklig, nein, ich nenne dich gäkelig. Es ist Counter-Strike, wie ich aus dem Sarg steige. Yeah. Erst guter Junge steigt dabei trotz mangelnder Talente zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für Agro auf, welches im Endeffekt aber für zwei legendäre Alben in diesem Jahr sorgt. Beide Labels stehen unter Beschuss des neu aufkommenden Berliner Labels Schockmusik, das sich aber nach einem höflichen Rat Arafats lieber auf Agro konzentriert. Gleichzeitig wird Echo wiederbelebt und ist auf einmal cool. Anscheinend existieren Wunder. Zwei Untergrundlegenden bringen ihr Debütalbum heraus. Beide sind heute, nun ja, nicht mehr aktiv. Ansonsten boomt der Klingeltonmarkt und auch Deutschrap. Deso Dog und Hollywood Hank. Gab's nicht aber mal was von Hollywood Hank, dass er wieder da sein sollte unter einem anderen Namen oder so? Findet hier natürlich seinen Platz, um der jungen Käuferschaft durch Abzock-Abos das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wie würde das wohl heute aussehen? Ja genau, Bagda Eli. Ja. Jetzt neu im Tanga Spar-Abo. Hol dir diese kultigen Deutschrap-Sounds auf dein Handy. Das ist doch hier, das ist doch der Digga Jules, Alter. Jules, krass, ey, Jules geht ja richtig krass durch die Decke, gell? Jules geht ja richtig krass durch die Decke mit seinen Videos so. Ist auch ein guter Typ, Mann, muss man wirklich sagen. Ich weiß noch, der hat mal früher irgendwie so ein lustiges Video über mich gemacht, da war er noch nicht so groß. J-Jiggy in jeder Reaction immer. Und dann hat er so diese Dinge, die ich immer sage, so aufgelöst. Das war sehr, sehr lustig, Mann. Hurensohn! Der Hurensohn! Alter, wie geil, die kultigen Sounds, der Hurensohn, Fanboy. Eins für Fanboy. Sende die zwei. Sende die drei für du kleiner Hurensohn. Sende die vier. Das war doch die Voicemail von Farid Bang an Jigsaw, oder? Für Black Batman, du Hund. Sende die fünf für Duka. Ich glaube, ich würde die eins nehmen, Digga. Die eins oder die fünf. Die eins oder die fünf wären meins, Digga. Kultigen Deutschrap Sounds auf dein Handy.
für Hornsohn. Sende die Hornsohn. Die 1 für Fanboy. Sende die 2 für Sende die 3 für du kleiner Hurensohn. Sende die 4 für Black Batman, du Hund. Ich sag dir 1 oder 5. Ich wüsste mich nicht, was würdet ihr machen? 1 oder 5 ist schon das Beste, oder? Der Hornsohn. Sende die 5 für Sende die 6 als SMS an die 069-187-385. 069-187-385. Ja, lustig. Deutschrap hat in diesem Jahr so einige Negativrekorde zu verzeichnen. Nicht nur wurde das bis dato schlechteste Kollega-Album in dem Jahr veröffentlicht, nachdem mit Fanpost 2 die Messlatte... Das war wirklich, das war, ich hab's ja schon mal erzählt, das war der erste Einbruch von Kollega, den ich mitbekommen habe. Ich weiß noch, ich war draußen und ich bin extra heimgegangen von diesem Song, der sollte um 18 Uhr kommen oder so. Ich war so hyped, Alter, auf Fanpost 2, Junge, wie krass muss es werden. Dann hab ich mir den, ich weiß gar nicht, 12 oder 15 oder wie lange der auch immer geht, reingezogen. Ich war so enttäuscht, Digga. Eigentlich schon am Boden war. Zudem bekamen wir den schlechtesten Diss-Track aller Zeiten. Hit him up, bitch! Nachdem mit. Das war. Da müssen wir eigentlich auch mal drauf gehen. Auf Hit him up, Alter, da müssen wir eigentlich mal reingehen. Habt ihr da Bock drauf? Wenn Post 2 die Messlatte eigentlich schon am Boden war. Außerdem gab es den schlechtesten Boxinhalt aller Zeiten. Keine Toleranz in wie Shindy-Boxen! Sowie, was am schlimmsten von allem ist, das Album von Sinan G. Was denkst du, wofür das G in meinem Namen steht? Gay! Junge Talente wie Kapital, Nimo, UFO, Sixten oder die KMN-Gang stürmen die Szene, während Deutschrap sich ab diesem Jahr zur Popmusik wandelt und die Charts immer mehr einnimmt. Im Endeffekt wurde das Jahr aber von Flair dominiert. Album des Jahres, viele Anwärter, die sich aber einer EP... Oh. Das Jahr aber von Flair dominiert. Album des Jahres, viele Anwärter... 2016 kam 0,9 raus, ja? Ich weiß, da sind wahrscheinlich nicht viele mit mir d'accord, aber... Oder gehen mit mir d'accord... Aber SSIO, Digga, 0,9 ist ein, Digga, das ist erst jetzt 7 Jahre alt, aber es ist auf jeden Fall schon fucking Classic, Digga. Ich sag dir, 0,9 ist so ein krasses Album, Digga, und Bumsen auch, zu krass. Also für mich mit Abstand hier das Krasseste. Ich kann mit keinem anderen Album, ich die sich aber einer EP geschlagen geben müssen. Kollege ist gekleidet, so wie die von Cobra 11. Song des Jahres, eindeutig von Flair, auch wenn der Fußfetisch-Song von Savage eine ganze Generation sexuell neu orientierte. Dreckschweine! Interview des Jahres, gar keine Frage. Wenn der Mond in mein Ghetto kracht, von Massiv, Latif, ultra krasser Beat. Mit Massiv betritt eine neue Deutschrap-Hoffnung den Markt. Denkt man jedenfalls, bis Tony D sein erstes Album veröffentlicht. Und nur rumschreit. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Nur noch 100 Meters. Bushido stellt in diesem Jahr so einige Rekorde auf, nicht nur was Verkäufe... 100 Meters. Bushido stellt in diesem... Krass, das sieht da aus wie Arafat Abu Chaka. Ich weiß nicht, ob ich das nur jetzt so denke, weil der Zusammenhang ist, aber ich finde, das sieht da aus wie Arafat. ...ja so einige Rekorde auf, nicht nur was Verkäufe anbelangt, sondern auch Abmahnungen gegen Fans. Culture Candela erobern die Charts mit ihrem Hit, währenddessen erregen KIZ kontroverse Aufmerksamkeit durch ein Musikvideo. Nein, nicht das, wo sie nackt in einer Leichenhalle performen, sondern natürlich das mit den zwei Männern, die sich küssen. Kollega veröffentlicht sein erstes richtiges Soloalbum. War das 2007? Da sind wir wirklich, ich wurde ja letztens gefragt, welches Kolle-Album ist für mich das Beste. Und ist jetzt nicht so, dass ich alle so perfekt im Kopf habe. Aber es gibt so welche, die sind irgendwie richtig krass bei mir hängen geblieben. Und das ist natürlich Zu Alter Tape 1. Das ist Boss der Bosse. Das ist Alpha Gene und das ist King. Und ich glaube, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann muss ich einfach aus Nostalgiegründen und auch aus Impactgründen so. Das hat so eine krasse Welle geschlagen, ich muss es an erster Stelle nennen, ist einfach ZAT1. Aber so vom Feeling her, wenn ich auch überlegt habe, wie mich das begleitet hat durch mein Leben, so dieses Alpha-Gene. Vor Alpha-Gene war anders krass. Und disst in einem Interview die musikalische Entwicklung von Savage, ohne zu wissen, dass das Schlimmste noch kommen wird. Hey, wenn's dir nicht gefällt, mach neu!
Deutschrap ist nun im Mainstream angekommen. Ich sehe hier nur Bushido, Digga, ehrlich. Kommen und findet seinen Platz in den Fernsehwerbungen des Landes. Wer kennt nicht den legendären Maxi King Rap, der sogar eine eigene Genius-Seite besitzt? Auch Sido ist mittlerweile im Mainstream angekommen und hat ein Feature mit Mario Barth, während Bushido auf Oliver Pocher setzt. Beide führen zum Jahresende hin einen... Oh je, oh je, oh je, oh je. Aber die Bravo, wer von euch weiß noch, ich war ja früher immer auch Yam, ich habe sie immer Yam genannt, aber ich glaube, sie hieß Yam, ich habe sie immer Yam genannt, Yam und Bravo-Leser. Und wer von euch weiß noch, an welchem Tag jeweils die Woche die neue Edition rauskam? Also bis ich so 12 war, habe ich die Bravo und die Yam gelesen. Bis jetzt hat einer die richtige Antwort. Mittwoch, es war Mittwoch, genau. Beef führen zum Jahresende hin einen heißen Beef, der für viele aber eher nach Promo stinkt. Riecht sie das? Dieser Gestank. Dieser stinkende Gestank. Flair beschließt nach schwachen Verkaufszahlen, wieder den guten alten patriotischen Weg zu gehen. Ach, das war damals schon so, mit den schlechten Verkaufszahlen. Währenddessen wird das wichtigste Lied zur deutsch-russischen Versöhnung herausgebracht. Schon dabei? Dabei. Kool Savas kündigt das Ende seines absoluten Erfolgslabels an. Das war so traurig. Also Optik Records, das war so krass mit Merchandise, Amar. Oh, war das schön. SD. Als SD noch da war. Und Peter Fox veröffentlicht sein Debütalbum, das 15 Mal Gold geht, sodass dieser 15 Jahre lang kein weiteres Album veröffentlichen muss. Yeah, 2002 stellt den Beginn einer neuen Zeitrechnung dar. Mit den ersten Veröffentlichungen von Agro Berlin und vor allem dem ersten CCN-Teil wird deutscher Straßenrap geboren. Der junge Produzent Bushido samplet hierfür satanistische Gothic-Platten und sympathisch, man kann sich unterhalten. Prägt damit den Sound von Deutschrap. Schon länger träumt er davon, nicht mehr in Talkshows gehen zu müssen, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Aber ist das nicht arm, damit du Sex hast, zu bezahlen? Ich meine, danach ist man dann etwas ärmer so an Geld, aber... ja. Zwar dominiert die alte Garde noch das Bild der Szene, mit Kool Savas kann jedoch erstmals ein Berliner Rapper Erfolge einfahren. Rapper. Ach, 2002 war der beste Tag meines Lebens. Das hat mich ganz anders gehittet. Ich sag dir ja noch, ich rap ja auch in meinem Song. Ich hab immer von geträumt. Da rap ich ja von meinem Freund Max, der einen großen Bruder namens Ralf hatte, der mich so zu Savas gebracht hatte. Mit der ersten, es war eine CD halt so, wo mit Edding draufgeschrieben hat, so LMS und die ganzen Songs von SAV. Und irgendwann hat sich der Max, ne, liebe Grüße, wenn du das siehst, ich weiß, du guckst immer mal wieder meine Videos, hat sich dieses Album original geholt. Und wir hatten gerade beim Herr Schäfer Kunstunterricht, es gibt so Dinge, die merke ich mir, Dicker, oben auf dem Gymnasium in Mülheim am Main hier, Friedrich-Ebert-Gymnasium. Erster Stock, Kunstunterricht bei Herr Schäfer, die ersten 2 Stunden, Max kommt hoch und hat dieses Album dabei. Und wir haben das gehört und ich war so... Das ist einfach so, das sind einfach so Alben, das sind wirklich so Klassiker. Das ist wirklich wie so, das sind für mich so Legendary Classics, wie halt für viele andere Leute halt wirklich so, keine Ahnung, irgendwelche Eric Clapton oder Elton John oder ABBA oder weiß ich nicht, AC/DC-Songs. Das ist für mich so ein Ding. Das war einfach anders. Das war einfach ganz, ganz anders, so dieses Feeling. Und deswegen werde ich mit sowas, egal wie krasse Alben Savas rausgebracht hat, ich müsste, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, immer für der beste Tag meines Lebens entscheiden, weil es einfach diesen Impact, dieses ganze Leben da drumherum irgendwie mit sich bringt. Das war ganz anders krass. Sein Debütalbum wird sich als Klassiker erweisen. Noch sind seine Fans allerdings enttäuscht von seiner deutlich zurückgegangenen... Ja, das weiß ich auch. Ich weiß das auch noch. Ich weiß das auch noch. Was heißt, enttäuscht waren wir nicht so, aber wir waren schon so, wir dachten so, krass, Savas rappt ja gar nicht mehr so wie früher. So mit diesen Stewardessen. Hole ich runter mit der Flak und so diese obszönen Lyrics, die ich jetzt nicht hier wiederholen kann, weil ansonsten hat die Mieze irgendwie eine Dreiviertelstunde zu cutten. Aber ihr wisst schon, welche Songs das sind. Das rappt aber ja Savas auch im Intro von Der beste Tag meines Lebens. Frei von gebeideten Beats und peinlichen Rhymes, peinlichen Lyrics, die keiner peilt und keiner versteht. Mit peinlichen Texten von peinlichen Punks wie MC René. Peinlich für Deutschland, dass jeder Horst hier Platten released. Um sich da noch zu fragen, warum ist die Lage so mies? Nicht wegen Napster und MP3 oder Kids ohne Geld, sondern einfach, weil den Kids die Mucke nicht mehr gefällt. Härte. Sie kassieren hart, wir noch fahren Lambo. 2013 ist das Jahr der Identitätskrise. MC Fitti stimmt die Charts. MC Fitti
hat einen geilen Song, den finde ich mega. Und das ist, es gibt so viel schöne Mädchen. Hi! Ich würde mich gern zerteilen. Den finde ich richtig geil. Tick wechseln vom Clown zum Alien-Image. Ein Schwamm übernimmt die Deutschrap-Szene und Bushido beschließt, von nun an... Er ist in jedem Jahr dabei, Digga. ...an wieder hart zu sein. Dieser signed einen Deutsch-Griechen aus Baden-Württemberg. Einen Deutsch-Griechen aus Baden-Württemberg. Wer war das zuerst? Das war doch eben Jesus, oder? Nein. Dieser signed einen Deutsch-Griechen aus Baden-Württemberg. Einen Deutsch-Griechen aus Baden-Württemberg, der die Szene noch aufmischen wird. Yo, Shindy... Ja, was kann ich dazu sagen, Alter? Er sieht da so ein bisschen... Nee, ich weiß gar nicht, an wen er mich da erinnert. Arbeitsmoral nicht vorhanden. Arrogante Fresse und Shindy ist allgemein eine wundervolle Naturschönheit. Wenn ihr Jungs seid, dann könnt ihr euch den nicht anhören. Shindy rappt wieder Quatsch, Alter. Wenn ich den Track höre, dann will ich immer danach jemanden auf die Fresse hauen. Deutscher Rap wird immer vielfältiger und ist auch kommerziell immer weiter im Aufwind. Auch wenn manche Rapper eher unpopulär bleiben. Rapper! Die kommen alle zu mir und sagen... Ey! Ich sag jedes Mal was dazu. Hört auf, Olli Banjo zu bashen. Ich sag's euch, Dicke. Hört auf, wegen diesem einen Scheißpart. Okay, mittlerweile leider Gottes zwei Scheißparts auf Mammutmixe. Bei dem Asiaten-Ding hat er leider auch hingeschissen. Aber hört euch Olli Banjo-Alben an. Ja, der Part ist scheiß, aber ich hört auf, über Olli Banjo den immer zu bashen. Die kommen alle zu mir und sagen, bitte, 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 Banjo, wir haben... Du hast es geschafft. Die Leute reden. Wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst weg, auf und davon und krepiert. 2005 ist ein ereignisreiches Jahr für Deutschrap. Mit Selfmade Records entsteht die wichtigste Gutstätte. Oh, wow, wow, Selfmade Records Time. Von zunächst talentierten, dann erfolgreichen und dann schlussendlich psychisch labilen Künstlern. Labilen Künstlern, wie Kollege. Mit der goldenen Brust, Digga. Ja, das stimmt, aber Genetik, also, ich glaube, Genetik, was ist eigentlich mit euch? Wir wollten doch auch mal einen Song zusammen machen. Sie melden sich einfach nicht. Ah ja, okay. Genetik unter deinem Speck. Unter dem Speckmantel ist die See. Formfleisch, Gedankentum. Formfleisch. Mhm. Bushido findet in diesem Jahr mit Zart einen Ersatz für Flair, landet später im Knast und rappt dann über die Zeit. Das ist so, wie wenn man schlecht träumt und plötzlich aufwacht. Und man hat das ganze Bett voll geküsst, Alter. Flairs Karriere wird mit ordentlich Patriotismus an den Start gebracht. Allerdings kommt er mit seinem Hit nicht ganz vorbei an Fettes Brot und die Firma. Während ja, Fettes Brot und die Firma waren auch immer schon die krasseren Rapper. Dessen macht Savage kurz mal Alt-F4 mit der Karriere von Echo Fresh und hat sogar 50 Cent auf seiner Seite. Ja, Mann. Das war auch nicht das einzige Shoutout von 50 Cent, oder? Auf euer bester Freund war, glaube ich, noch eins, oder war das Ludacris? Ich weiß nicht. Echo schreibt ein ganzes Tape als Antwort, welches sein Label aber aufgrund der vielen und harten Disses nicht veröffentlichen will. Autsch. Derweil macht Savage ein Kollabo-Album mit Azad. Will ich jetzt wieder nicht dazu. Ich könnte jetzt wieder eine halbe Stunde Stopp drücken, um euch was von dem One-Album zu erzählen. Aber nur ganz kurz erzähle ich was. Das hat natürlich auch absoluten Legendenstatus. Ne? Absolut, absolut Legendenstatus. Azad und Savage waren jeweils für sich schon absolute Legenden. Als rauskam, dass die beiden ein Album zusammen machen, war für uns, also für meine Clique und mich, alles over. Und ich weiß noch, dass ich mir das damals mit Emule runtergeladen habe. Und es war noch so die Zeit, wo man das, ich weiß gar nicht, ob es die Zeit noch war, wo man sein Internet anschalten musste und erstmal so durch sein 65K-Modem erstmal so 2 Minuten warten musste, bis man dann Internet hatte. Jedenfalls habe ich dieses Album runtergeladen mit Emule, Savas, verzeih mir, Azad, verzeih mir, ich habe euer Album, ich habe ganz viele Alben früher runtergeladen und nicht gekauft. Und ich habe das über die Nacht runtergeladen, das war 60 MB groß und es wurde gerade, es hat glaube ich schon 12 Stunden gedauert oder so, dieses Album runterzuladen. Und am nächsten Tag hatte ich's, Digga. Dem er Kinderchöre im Deutschrap etabliert. Warum machst du das? Warum machst du Rundig? Warum? Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach. Deutschrap kommt nach lahmen Jahren wieder in Fahrt und hat mit Kro einen neuen Star am Himmel, auch wenn Celo und Abdi die eigentlichen Stars unserer Herzen sind. Ja. Parallel dazu! Battleboy Parallel dazu! Basti hat mit 2012 das letzte erfolgreiche Jahr seiner Karriere, bevor sie überhaupt anfängt. Währenddessen landet Haftbefehl einen großen Hit, der zumindest ironisch gepumpt wird. Jabus wissen, wer der Babu ist. Ich nehm dir alles weg! Goldräuber Hata veröffentlicht aus dem Knast heraus sein neues Album. Währenddessen nehmen Selfmade Genetik und die 257ers unter Vertrag. YouTuber Julians Blog veröffentlicht zum Jahrestag des 11. September passend dazu eine Tragödie und startet mit Hilfe seines neu gewonnenen Kumpels San Diego seine Musikkarriere.
K1 und Shindy veröffentlichen nach ihrem Weggang von Bushido einen EM-Song. K1 und Shindy veröffentlichen nach ihrem Weggang von Bushido einen EM-Song, nach welchem Bushido zum ersten Mal froh darüber ist, dass sie weg sind. Was geht? Deutschland zeigt hier mit uns down. War das wirklich so der Song? Grenze, die mein Haupttier. Ich habe Raubtiere als Haustiere. Ich habe Raubtiere als Haustiere. 2014 fühlt sich nach heutigen Maßstäben surreal an. Zart besitzt Haustiere. 2014 fühlt sich nach heutigen Maßstäben. Aha. Hass und Hoden hast du gehört, Digga. Rare 8 Space. Hass und Hoden war auch geil. Der war richtig geil. Ohne deinen Mund hängen Managerschwänze in der Schwebe. Der Stoff, aus dem die Regenschirme sind. Ich kauf mir das Album von Cora E. Wirklich? Nee. Stäben surreal an. Zart besitzt eine Karriere, Algier besitzt eine Karriere. Klar, Bruder, das ist Elmus. Der ist übrigens auch auf meinem Album drauf. Und Mustache braucht einen Oren, Bruder. Und sogar Tuni besitzt sowas ähnliches wie eine Karriere. Dieser führt einen erbitterten Kampf gegen die Hater von Rap Update. Währenddessen steigt Kollege Ryan UK, genau. Tragisch wie der Tod von MC René. Ist MC René tot? Nee. Nicht. Dieser führt einen erbitterten Kampf gegen die Hater von Rap Update. Währenddessen steigt Kollege nicht nur zum erfolgreichsten Rapper, sondern auch erfolgreichsten YouTuber Deutschlands auf und erklärt sich zum King, was Savage Abi gar nicht passt. Ja, Mann, das war krass, die Matrix, Digga. Also der Matrix von Savage, da müssen wir eigentlich nochmal reingehen. Den müssen wir eigentlich auch mal nehmen. Zudem wird Haftbefehl endlich respektiert. Shindy vergisst bei seinem Album das Quellenverzeichnis und Was heißt Quellenverzeichnis? Wird Haftbefehl endlich respektiert. Shindy vergisst bei seinem Album das Quellen. Gebeitet, ehrlich? Er hat überall abge. Echt jetzt? Aber ihr feiert es doch alles voll diesen Fuck Bitches Get Money Trip von Shindy. Das ist doch voll krass bei euch allen, das soll ich doch immer hören. Und jetzt höre ich, dass das alles hier gerippt ist, oder was? Aha. Verzeichnis und Bushido veröffentlicht ein absolut familienfreundliches Album. Sonny Black. Du kleiner deine Schulnoten. Den Delfin da weg. Meine Schuhsohlen, leck meine jetzt vom Fußboden. Dank dem Titel der deutschen Nationalmannschaft bekommen wir zudem den besten WM-Song aller Zeiten. Ich war der Täter, doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Platz 3 sind wir, okay. 2018 ist ein wehmütiges Jahr, denn wir müssen uns nicht nur von Lennox verabschieden. Den Hund da weg. Ebenso. Achso, sorry, oh, das war gar nicht so gemeint. Eieiei, das war wirklich nicht so gemeint. Ey, Flizzy, wenn du das siehst, das war ein Deft, das war wirklich kein, das tut mir leid. Wirklich, einen Hund zu verlieren ist wirklich schrecklich, ich mein's ernst, Digga. Der war unpassend. Der war wirklich gerade unpassend, der Spruch von mir. Das ist ein Running Gag bei mir und der war gerade ein bisschen an der falschen Stelle. Demütiges Jahr, denn wir müssen uns nicht nur von Lennox verabschieden. Das tut mir wirklich unglaublich leid. Ich weiß gar nicht, was das für Schmerzen sein müssen. Real Talk. Real Talk. Ich mein's ernst. Ich glaube, das ist unfassbar schlimm gewesen. Und das meine ich aus meinem tiefsten Herzen ernst. Ebenso bringen Kollege und Bushido ihr letztes gutes Album heraus, bevor ihr Ruf nächstes Jahr einen deutlichen Schaden nehmen wird. Bushido steht nach seiner Arafat-Trennung aber noch als der Gute da. Es war in jedem Jahr, Digga, bestimmt 20 Sekunden über Bushido. Obwohl seine Antwort auf JBG3 wieder abgeblasen wurde. Nachdem sein Label gesäubert wurde, hat er... Er macht ein Aquarium-Store auf. Oh je, oh je, oh je. Er füttert seine Malawi-Seebuntbarsche mit Granulat. Oh je, oh je, oh je, oh je. Er weiß nicht einmal, was ein Nimbochrom ist, wo Venustus ist. Oh je, aber macht auf Aquarienhändler. Eieieiei. Er hat nicht mal Eheim-Pumpe daheim stehen. Oh je, aber macht auf Aquariane. Komm du, mach dein Aquarium da weg. Neben Samra nun auch Capital Bra unter Vertrag und damit die heißesten Acts der Szene. Auch für die ist es das letzte Jahr, bevor die musikalische Qualität ins Bodenlose stürzen wird. Ja. Gut formuliert. Auch für die ist es das letzte Jahr, bevor die musikalische Qualität ins Bodenlose stürzen wird. Ja, geil.
Bei anderen Künstlern erleben wir den Tiefpunkt hingegen schon jetzt. Summer Jam hat unerwartet seinen kommerziellen Durchbruch. Tamam, tamam. Während andere die genau umgekehrte Entwicklung erleben. Da gibt's einen Anruf von Manuelsen. Insgesamt leidet das Image von Deutschrap trotz wachsender Popularität durch Ereignisse wie den Echo-Skandal, das Schwan-Malheur von Jizzes oder das Fall. Den Schwan da weg! Tributalbum. Ja, ich lustig. Von Jizzes oder das Falco-Tributalbum. Gene! Yeah, auf jeden Blitz folgt ein Donner. Der Himmel brennt, es ist Sodom und Gomorra. In der ersten Jahreshälfte liefern sich. Aber warum war, also ich verstehe die Reihenfolge irgendwie noch nicht. Warum war jetzt. Warum ist jetzt auf Platz 3, Digga? Das war doch nur Scheiße jetzt hier gerade alles. Oder? Oder verstehe ich das komplette Video nicht? Das war doch alles Scheiße hier gerade jetzt in dem. Yeah, auf jeden Blitz folgt ein Donner, der Himmel brennt. Das ist seine Reihenfolge. Ja, aber wenn er seine Reihenfolge, wenn er uns doch klar machen will, dass auf Platz 3 nach seiner Reihenfolge, also quasi das drittbeste Rap-Jahr 2018 ist, dann bringt doch gute Beispiele, aber das sind nur Scheiße, Digga. Yeah, auf jeden Blitz folgt ein Donner, der Himmel brennt, es ist Sodom und Gomorra. In der ersten Jahreshälfte liefern sich Kollega und sein Ex-Freund San Diego ein 40 Kilo. Das war geil, Digga. Da haben wir drauf reacted, da könnten wir aber eigentlich nochmal drauf reacten. Das war geil. Ein Beef. Warum reimt sich Kollega auf Reimfehler? Der jedoch nach großem Digga, das ist wirklich so die Inkompetenz eines Reaction-Streamers. Warum reimt sich Kollega auf Reimfehler? Das ist gut. Ex-Freund San Diego einen Das Lied. Ist lustig. Warum reißt sich Kollega auf Reimfehler? Das ist gut. Jedoch nach großen Reden wieder abebbt und für einen neuen Beef platzen. Und für einen neuen Beef Platz macht. Flair, der sich zwischenzeitlich wieder mit Bushido verträgt, rettet sich noch zur richtigen Seite. Ehe das kürzlich neu formierte EGJ mit Bushido verträgt, rettet sich noch zur richtigen Seite. Ehe das Delano bin, es ist auch Flowfehler und nicht Reimfehler. Bingo, du hast quasi das Witzige an der Sache gerade herausgefunden. Deswegen ist es ja so witzig. Weil er Kollega zitieren will, er will Santiago zitieren. Santiago hat nämlich gerappt, warum reimt sich Kollega auf Flowfehler? Und dieser Reaction-YouTuber bringt es halt komplett falsch wieder. Kürzlich neu formierte EGJ zum Jahresende zerrissen wird wie ein Blatt Papier. Das Label musste in diesem Jahr schon mehrere Fiaskos ertragen. Das nicht stattgefundene Wohnzimmerkonzert, die abgesagte Tour und MO030. Abgesehen davon beschert uns Deutschrap in diesem Jahr aber so viele Hits wie noch nie. Schade ist so high und sind Liebe überall. Schön, wir knöcheln tief im Wasser in den Jim Beam und Woddy. Dein Mo. Jim Beam und Woddy. Cielago, an dir vorbei im Lambo Diablo GT. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. 2015 war ein einziges Fest für Deutschrap-Fans, an das sich jeder, der da war. Ich glaube, bei Boss Explosive ist auch einfach, du musst so 80% alles ironisch sehen. I war sehnlichst zurückerinnert. Die 187-Hochphase beginnt, während gleichzeitig auf Twitter die Moneyboy-Hochphase stattfindet. Flair ist einfach der dickste und rundeste Rapper. Egal wie viel er trainiert, er sieht immer aus wie eine Kugel. Hat er das gepostet? Das ist ja todeswitzig. Auch mit den Schreibfehlern drin. Das ist ja todeswitzig, Dicker. Uns vergisst der Rapper ist der nationalkonservative Kontra K. Die behinderten Hurenkinderstudenten sitzen bei dem Wetter in der Binothek und lesen Books so behindert, ich bring euch um. Okay. Was ist der Unterschied zwischen... Der war böse, dieser German Wings Witz. Von Farid und Flair gelang 2015 an seinen Höhepunkt, wo Farid die physikalische Grenze an Mütterbeleidigungen überschreitet. Das lässt Flair nicht auf sich sitzen und hackt sich in den Albumplayer von Farid. Jetzt steht er vor dem nichts wie Lars, wenn er Konzerte gibt.
Jo, Farid, du kleiner Bastard. Du kleiner Streuselkuchen. Hat er das gemacht? Real Rap? Ich weiß es ja gar nicht so. Weil, keine Ahnung, ich war noch nie so der beefgeilste Mensch, so, ich weiß nicht so. Aber hat er das gemacht? Hat er sich da wirklich rein... Oder ist es jetzt einfach... War so? Eigentlich ein grandioser Move, Digga. Jo, Farid. Player von Farid. Jetzt steht er vor dem nichts wie Lars, wenn er Konzerte gibt. Jo, Farid, du kleiner Bastard. Du kleiner Streuselkuchen. Du bist vielleicht in meiner Stadt, aber ich bin in deinem Player. Das ist aber ein lustiger Move, muss man sagen. Das ist ein lustiger Move. Später beginnt an einer ganz anderen Front ein weiterer Krieg. Eieieiei, da geht's jetzt richtig los. Der allerdings eher einseitig geführt. Du f***st mich niemals! Du f***st mich niemals! Wird. Jetzt steht mir Bushido an dem Tisch auf und sagt: Pommdöner, welcher Mensch sagt das? Dönerbox, Dönerbox. Zwar wird in diesem Jahr Astronaut von Sido veröffentlicht, das wird aber durch die enorm hohe Anzahl an guten Alben in diesem Jahr wieder wettgemacht. Okay, da muss man wirklich mal sagen, also das waren wirklich, also da sind ja wirklich krasse Alben dabei. Ja, also jetzt mal Real Talk. Da sind wirklich ja krasse Alben dabei. Aus heutiger Sicht unvorstellbar. Das war's schon. Also Boss Explosive könnte ich mir immer weiter reinziehen. Da könnte ich weiter gucken.